Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part zu Let's Play Crysis 3. Ja, da wären wir. Wo ist der Psycho hin? Da ist er. Wir sind durch Foxtrot 4 durch. Burnout scharf und bereit. Over. Ich schaue mich mal hier kurz ein bisschen um. Gut, wir waren ein Gefangener als Prophet. Hier, der gute Psycho hat uns jetzt befreit. Und wir sollen nochmal hier die Cell-Leute umnieten. Dann gehe ich mal hier vorsichtig raus. Kritische Gefahr. Windgeschwindigkeit übersteigt an den östlichen Domwänden die Betriebsgrenze. Ja. Der eine wäre schon mal hinüber. So, der ist auch hinüber. Und wir wurden entdeckt, glaube ich. Ja, das tue ich. Tja. Ich sehe gerade, wir haben kaum noch Energie. So, dem Psycho gefällt das Ganze hier natürlich. Hey, cool, wir können die Pfeile wieder rausziehen aus unseren toten Opfern. Das mache ich mal hier. Letzte bekannte Position über. Verdammt, was war das? Wurden wir schon entdeckt? So. Nehmen wir mal alles auf. Wir müssen da hinten hin. Okay, was war das für ein Geschrei? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Crysis 3 sieht einfach nur atemberaubend aus. Stellt mal ruhig auf Full HD. Ich lade ja meine Videos immer in Full HD hoch. Okay, was war das hier? Stellt ruhig mal auf Full HD. Vergrößert mal das ganze Bild. Mann am Boden! Ja, schrei doch nicht so rum, Junge. Du bist auch gleich dran. Ich geh außen rum. Nein, das tust du nicht. Verdammt. So, jetzt. Tja, wahrscheinlich suchen sie mich jetzt überall. Aber bisher war ich recht leise. So. Soll ich die anderen auch hops nehmen? Tja, wo sind die denn überhaupt? Auch der arme Kerl ist schon tot dort hinten. Meine Güte. Der Regen. Dieses Flackern hier. Ist er dort drüben? Nein, ist er nicht. Ich schau mal hier, was es so gibt. Ich bin hier ganz allein. Ja, nicht mehr lange. Dann wirst du zu deinen Freunden ins virtuelle Jenseits gehen. Oh nee, zu dem kommen wir gar nicht mehr. Egal, was soll's. Daten sammeln. Okay, wahrscheinlich. Ich habe mir schon gedacht, dass es eine Menge Sachen zum Aufsammeln gibt. Allerdings kam ich im ersten Part nicht dazu. Ach du meine Güte. Romeo 1 hier, Romeo 2. Burnout abgeschlossen. Over. Kontrollpunkt erreicht. Und das Ganze spielt jetzt, glaube ich, 20 Jahre nach. Ach du meine Güte. Meine Güte, sieht das beeindruckend aus hier. Wirklich. Na, was ist los? Was schiebst du mich hier hin und her? Das Ganze spielt er jetzt ungefähr. Hecke Ziele mit Visor. Okay, machen wir mal.
Warnung, Codierungsstufe, keine ID-Systeme umgehen. Komm schon. Okay, das war's. Naja. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Charles Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht 2000. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Echt, sind sie das? Das bezweifle ich stark, aber was soll's? Was gibt's hier so? Ich schau mich mal ein bisschen um, ob wir hier ein paar Pfeile für unseren schicken Bogen ergattern können. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass Crysis 3 jetzt mittlerweile, glaube ich, um die 20 Jahre nach Crysis 2 spielt. Das erkennt man hier auch an dem guten Psycho, der ist ein gutes Stück gealtert. Das soll wohl schon alt geworden, der Mann. Komm schon, Psycho, gehen wir. Zeig mir dein Gesicht. Bring sie einfach auf. Lass mich aus dem Anzug. So sah er mal aus in Crysis 1 und Warhead. Gehen wir. Was haben sie nur mit ihm gemacht? Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich! Komm, Junge, lass uns hier abzischen. Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Als man sie aus den Anzügen geschnitten hat, wahrscheinlich. Scheiße. Komm schon. Gehen wir. Machen wir das. Drücke Escape um Datenbank. Ich schau mal kurz rein. So, wieder mal ein Kontrollpunkt hier. Okay, ich geb dir Deckung. Das Spiel unterstützt leider keine freien Speicherbänke mehr. Alle 6 Sekunden. Flüchtlinge geortet. Wie es in Crysis 1 der Fall gewesen ist. Da konnte man speichern, wie man lustig gewesen ist. Ja. So, wo seid ihr? Ah, meine Energie ist schon wieder beinahe alle. Und ich wollte jetzt so ein bisschen schleichen, um ehrlich zu sein. Zwar kann man hier auch locker den Rambo spielen, aber das wollte ich erstmal nicht. Was gibt's hier hinten? Munition? Nein, aber nichts für unseren Bogen hier. Ach du meine Güte. Er hat mich so erschreckt, der Typ. Scheiße, scheiße, sie sind hier. Ruf Verstärkung. Action 2-4. Ich bin gleich mal wieder da. So, ich hab mal den Sound ein bisschen runtergeschraubt. So, der ist hinüber. Ach, verdammt, so weit fliegt der Bogen nicht. Okay, gut zu wissen. Ganz langsam, mal ein bisschen die Energie aufladen. So, und die sind da oben. Aber meine Energie neigt sich wieder mal dem Ende zu. Und da hinten war noch einer. So, jetzt nicht mehr. Aber wir haben nur noch... Oh oh, hat man mich gesehen? Ich glaube, er ist Psycho. So. Komm, lad auf, Energie. Das macht die Sache nicht einfacher. Sammeln wir mal unser Pfeilchen wieder ein. Oh oh, da ist ein Hubschrauber, verdammt. Schaffen wir das hier überhaupt? Verdammt, den habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Ach, verdammte Scheiße, Mann, das war knapp. Okay, die KI ist auf Zack. Tja, der alte Junge nicht. Das kann uns aber egal sein.
So, das müsste jetzt reichen. Oh, da ist er auch schon. Ich hoffe mal, er sieht mich jetzt hier nicht. So. Hacken wir das Ganze. Okay, das... Wo kam die denn auf einmal her? Egal, ich gehe jetzt hier weiter. Ich bin gleich da. Scheiße, Planänderung. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauche keinen scheiß Taucheranzug. Okay. Der Prophet, der Psycho ist immer noch so ein kleiner Psycho. Aber er steckt jetzt hier nicht mehr im Anzug. Das ist ein Nachteil für ihn, klar doch. So, ist da jemand? Ich glaube nicht. Okay, was passiert hier? Wir kommen hier gar nicht durch. Doch, jetzt. Auf einmal, wie von Zauberhand, geht die Tür auf. Okay, eine Feline. Die nehme ich nochmal mit. So, die bearbeiten wir mal auch ein bisschen. Ja, ist okay. Okay, macht sich gar nicht mal so übel mit dem Visier. Wo lang müssen wir denn? Ich glaube hier. Benutzen. Gut. Geh weiter. Wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Okay, und ob wir uns mit dem Psycho jetzt treffen oder nicht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Also, hat es euch Spaß gemacht, dann abonniert, kommentiert, liked das Ganze. Auf jeden Fall schaut im nächsten Part wieder mit rein. Macht's gut und bis dann. Ciao.